Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste hier in der Stadthalle. Heute geht es um den Standort des neu zu bauenden Dokumentarinstituts. Man kann aber den Standort nicht von dem gesamten Prozess abgekoppelt betrachten. Wir haben uns lange gewunden, jetzt aber scheinen die Mehrheiten gesichert zu sein, sonst hätten wir das Thema heute nicht auf der Tagesordnung. Fast ein halbes Jahr ist jetzt schon wieder ins Land gegangen, seitdem wir das Thema das letzte Mal hier auf der Tagesordnung hatten. Aber viel ist seitdem leider nicht passiert. Nur die eben von Herrn Beit genannte Infoveranstaltung in der Dokumentarhalle, die eher den Charakter hatte, den Karlsplatz zu legitimieren, denn ein offener Diskussionsprozess. Schade eigentlich, denn die Zeit hätte genutzt werden können, um entweder andere Standorte zu prüfen, die Willi-Allee war ja viel diskutiert, oder um das inhaltliche Konzept weiter voranzubringen, denn aus meiner Sicht ist der Standort nicht vom inhaltlichen Konzept zu trennen. Über die Finanzierung des Instituts haben wir bereits einen Beschluss gefasst, auch wenn das anfangs geplante Budget mittlerweile stark erhöht wurde. Und das ist vermutlich auch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber erst einmal scheint finanziell gesehen alles geklärt. Erst einmal. Nochmal kurz zum Vorgehen. Erst galt der holländische Platz als alternativlos, jetzt wiederholt sich das ganze Spiel beim Karlsplatz. Wir wissen alle, dass damit der Parkplatz neben dem Karlsplatz gemeint ist, nur dass hier keine Haarspaltereien wegen der Berühmlichkeiten aufkommen. Erfreulich ist zwar, dass ein jahrelanger Prozess gegen den Standort holländischer Platz Wirkung gezeigt hat, trotzdem nervt diese Bastardpolitik. Aber so wie es jetzt gekommen ist, hatten wir uns das alles, glaube ich, gar nicht vorgestellt. Es wird gedroht und gestritten und anstatt auf Diskurs zu setzen, wird von Seiten der Stadt auf Konfrontation gesetzt. Zwischen der frohen Botschaft, dass Land und Bund Gelder für den Bau eines Dokumentarinstituts bereitstellen und heute erfuhren wir ein Trauerspiel mit vielen Akten. Das sind zum einen die Standortdebatten, die keine Diskussion zuließen und ganz plötzlich vom Hoppla zum Karlsplatz wechselten, unklare Konzeptbeschreibungen, die nicht wirklich konkretisiert werden konnten, schlechter Informationsfluss beim Konzept, beim Standort, aber allgemein beim Stand der Planung, ewiges Warten auf den nächsten Sprit oder widersprüchliche Aussagen wie etwa am neuen Standort wird es kein Publikum oder ganz viel Publikumsverkehr geben. Und jetzt muss es wieder ganz schnell gehen. Aber warum? Zur nächsten Dokumenta wird das Institut noch nicht stehen. Ich denke, da sind wir uns alle sicher. Deswegen sollten wir den Druck rausnehmen und uns Zeit nehmen, die bestmögliche Lösung für Kassel und für das Dokumenta-Institut zu finden. Die Idee ist nämlich schon so alt und es wäre schön, wenn wir alle hinter dem Dokumenta-Institut stehen könnten, damit etwas Großes in der Stadt entstehen kann. Es ist nämlich mitnichten so, dass mit dem Standort Karlsplatz jetzt alle jubeln. Wir haben es eben schon gehört. Sondern es gibt auch Schwierigkeiten bei der Art und Weise, wie die Entscheidungen getroffen und kommuniziert wurden. Ich möchte gar nicht sagen, es gibt Argumente für den Karlsplatz, das will ich nicht in Abrede stellen. Es ist zum Beispiel die Lage, die Nähe zum Friederizianum, der ungewidmete Parkplatz, aber es gibt auch Argumente dagegen. Wir haben viele bereits gehört und ich bin erst die dritte Rednerin. Ich denke, wir kennen sie alle und sie selber zu gewichten, stelle ich jedem frei. In meiner Fraktion gibt es zu dieser Magistratsvorlage unterschiedliche Positionen, wobei weniger konkret wegen des Standorts, aber auch grundsätzlich wegen des Vorgehens. Deswegen können wir der Vorlage auch heute nicht geschlossen zustimmen. Das ständige Hin und Her und auch die Finanzplanung beim Bau des Instituts und die Zugkosten, die dann alleine auf die Stadtkasse später zukommen, haben dazu geführt, dass sogar einige aus meiner Fraktion das Projekt im Ganzen nicht mehr befürworten. Und das finde ich sehr schade. Aber angesichts der aktuellen Veränderungen vermute ich jedoch, dass die Akzeptanz für dieses große Bauvorhaben eher gesunken sein mag, angesichts der Tatsache, dass Kasseler Kunst- und Kulturbetriebe sich mit Start-Next-Kampagnen und Verkauf von Klopapier über Wasser halten müssen und die Stadt Kassel immer locker mehrere Millionen in einen Neubau steckt. Vielleicht war es nicht die beste Idee, diesen Punkt heute hier als Dringlichkeit auf die Tagesordnung zu setzen. Zurück zur Sache. Bei einer Sache sind wir uns aber eigentlich einig. Wir wollen keine Schnellschüsse mehr, so geht es nicht weiter. Ein Projekt gegen den Widerstand eines Teils der Stadtgesellschaft durchzudrücken, wird zum Scheitern verurteilt sein. Sei es aufgrund der Größe des Gebäudes, der Ausrichtung des Instituts oder anderen Gründen. Ein Beteiligungsprozess wäre von Anbeginn an besser gewesen und hätte mit Sicherheit den Prozess auch beschleunigt und nicht so verschleppt, wie wir das jetzt aktuell sehen. Die Beiräte jetzt erst ins Spiel zu bringen, wenn wir den Standort beschlossen haben und es dann nur noch um die konkrete Höhe, Größe oder Breite des Gebäudes geht, finde ich zu spät. Wir kritisieren somit das gesamte Vorgehen des Magistrats im Zusammenhang mit dem Dokumentarinstitut scharf. Es ist nämlich gekennzeichnet von Intransparenz, Vorbeigang von Informationen,
sowie dem Vorgehen Fakten zu schaffen, Informationen über die Presse zu geben und die Stadt Portland erfahren es dann aus derselbigen. Zum Thema Parkplatzdebatte möchte ich hier gar nicht viel sagen. Ich denke, es ist klar, dass die Einzelhändler angemessen Parkplätze vor Ort haben werden. Das hat der Bike schon gesagt. Ich denke, Parkplätze waren hier in der Stadt noch nie Probleme. Ein Satz noch zu dem von der CDU hier vorgelegten Antrag. Wir lehnen diesen ab, da aus unserer Sicht für eine sinnvolle Prüfung alle Standortalternativen und somit auch der Karlsplatz mit reingehören. Dies hat schon geklingelt, deswegen wird deutlich, dass 5 Minuten Redezeit zu diesem großen Thema nicht passen. Deswegen habe ich mich auf einige Punkte konzentriert und ende mit einem abermaligen Appell an den Magistrat und die Stadt Kassel, das Ganze von dieser Art Entscheidungsprozesse Abstand zu nehmen und Partizipation nicht nur bei der Kulturkonzeption zu propagieren, sondern die gewählten Stadtverordneten wie auch die Einwohner der Stadt mitzunehmen. Das sind große Investitionen wie Dokumenta-Institut oder aber auch die Markthalle geht. Dankeschön.